Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, in der wir wieder voll bestückt sind. Denn die Mandy ist da, der Day, die Jenny, die Kadi, ich, die Melli und die Joanna, die aber einfach nur auf dem Server gerade ist. Hallöchen. Und wir werden uns gleich mal aufmachen, ein paar Pferde zu holen. Vorher werde ich mir aber mal mein Awesomeness-Schwert hier, was ich mir gebaut habe, enchanten. Awesomeness-Schwert. Eine und, Frage. Ja. Haben wir überhaupt Sättel und alles? Ja. Oh, geangelt? Nein. Achso, wir hatten ja einen Dungeon, tut mir leid. Ja, also ich habe einen Sattel. Oh, stimmt, gut, dass du es sagst, den darf ich nicht vergessen, dass ich den mitnehme. Aber erstmal, warte mal, man kann doch sein Schwert benennen. Dann gucke ich doch mal, dass ich vielleicht das auch noch benenne. Nach es geht aber über einen Amboss. Ach, scheiße, wir haben keinen Amboss. Ich kann einen machen, ich habe einen Stack Eisen. Yay. So, okay, mal gucken, was ich drauf verzaubern kann. Muss ich da noch einen Lapis reinsetzen? Ja. Schärfe 4 ist standardmäßig dann. Okay, so. Schärfe 4, Rückstoß 2. Naja. Ist gut. Könnte mir jemand Fleisch borgen? Jemand hat hier meine Kohle aus dem Ofen geklaut. Wir haben Gemeinschaftskühe ja, jetzt vorne auch. Da kannst du dir auch nochmal, wenn du willst, einen ordentlichen Batzen schreddern und dann... Ah, das ist awesome. Dankeschön. Da ist man 2 Tage nicht online und schon ist hier... Wow. Ich habe jetzt einen Amboss, wow. Also wenn du ihn brauchst. Yay, wo? Ich stelle ihn einfach mal zu meiner Weizenfarm. Der Weizenamboss. Weizenamboss. Ja, zum Mahlen des Ambosses, um Mehl herzustellen. Ja. Einfach tot durch Amboss machen. Ja. Ich nenne es dann einfach mal sein Rückstoßschwert. Das heißt, es ist einfach awesome, das Schwert, der das verpisst dich. Also ehrlich, Fabi. Wo ist denn deine Weizenfarm? Also wo ist der Amboss? Wo bist du? Du hast gesagt bei deinem... Achso, ich bin bei deinem Haus. Ba. Große Kuhherde hier. Da davon darf ich mir 2 ja. nehmen. Kannst du genügend davon? Ach, kannst du sie zerhackstückeln bis zum Get-No? Zerhackstückeln. Okay, genau. Okay, mein Schwert heißt jetzt Diamantschwert 2. Nein, es heißt, ein Level kostet das, okay, dann heißt es. Nein. Das Go. Awazy. Oder nein. Das Go. Das ist ein Rückstoßschwert. What the fuck, das muss irgendwie so heißen. Dann ist es der Go Awazer. So. Ja, einfach. Die Folge wird daraus bestehen, wie der Name für das Schwert ist. Ja, siehst du, schau, Melli, hier, schau, genau. Passt so. Hau aber, also, hau mich damit nicht. Ja, danke, dass du es mir geschenkt hast. Nein, gib mein Schwert wieder her. Das kommt auf die Liste, Diebstahl. Ja, ganz klar, böswillig. Da gibt man so sogar zurück und man wird als kriminell bezeichnet. Du wurdest als kriminell bezeichnet, bevor du es zurückgegeben hast. Rückstoß. Ja, bald ist das Gerichtsgebäude da und da geht's los. Also ich habe noch 2 Fleisch. Ansonsten gab man uns da vorher mal ein paar Sachen dann noch mitnehmen. Ich glaube, ich mache das Dach und dann kann ich den Stall bauen. Mandy, red doch einfach. Du musst doch nicht schreiben. Ich wollte euch nicht dazwischen reden. danke dir, Jenny. Das ist sehr lieb. Ich mache mir auch noch ein paar Brote. Wie war das? 3 in der Reihe, genau, ja. Mein Stall wächst auch gerade, aber ich habe leider die erste Box noch nicht ganz eingestreut. Da fehlen noch 2 Heuballen. Oh, Bogen mit Stärke 3 kann man auch lassen. Yay. Macht, tut ja schon verzaubern. Ich merke schon. Und ja. wer sich übrigens fragt, warum die Mandy sich wundert, welches Level sie ist, die Jenny hat ja eine Zeit lang, habt ihr in den einen Folgen gesehen, auf dem Account von der Mandy gespielt. Genau. Ich war jetzt ganz verwundert, weil ich 21 bin. Ja. Jenny war sehr fleißig. Jenny, der Levelbot. Ja. Kann ich dich mal bestellen? Ich muss einfach nur in die Mine gehen, ein bisschen da rumbuddeln, das bringt so viel EP. Ja, das stimmt wirklich, das ist krass. Okay, aber wir wollten ja eigentlich Pferde holen gehen. Komm gleich mit, ich muss Weizenfeld machen. Ein Weizenfeld. Ich hab zwar keinen Sattel oder keine Leine, aber ich komme. Stimmt. Danke, Jenny. Gut, dass du was gesagt hast, ich hätte schon wieder fast meinen Sattel vergessen.
Mann, der Fabi. Aber jetzt habe ich ihn dabei. Darf ich mir hier einen so einen Baum klauen? Nein. Wir haben trotzdem genügend Bäume. Die Bäume hier vorne müssen sowieso alle weg, weil hier kommen ja die öffentlichen Gebäude hin. Wir haben ja die Gebäude schon sowieso alle an den Rand verlagert. Ja, wir sind schon mal überlegen, wo wir das Gerichtsgebäude hinbauen. Das wird ein bisschen größer. Also hier, ich würde halt wirklich gucken, die Kuhfarm wird ja hier wieder entfernt werden, die Farmen beide. Die sind ja nur am Anfang jetzt noch hier. Das heißt, wir können eigentlich hier oder vorne... Oder bei meiner Weizenfarm. Ja, also das kommt alles weg. Okay. Das ist alles an Stadtrand. Vielleicht auch hier so an Bergrand oder irgendwie sowas. Und die Mandy haut dort schon fleißig auf den Baum. Ich würde gerne, aber es kommt immer wieder. Ach so, das liegt daran, das ist hier. Ja, im Spawnpunkt kannst du nichts entfernen, außer du hast Rechte dafür. Danke. Paddy, wenn du noch ein Heuballen brauchst, ich habe jetzt 43 Weizen geholt. Wir fangen zwar jetzt in der Nacht an, aber wir sollten uns langsam dann losmachen. Ja, gib mir noch irgendwo Holzschwert. Ach verdammt, ich komme gar nicht durch die Tür. Warte, ich mache. Geh nur kurz zu Paddys Häuschen und bring dir da. Okay. Also, wir haben ja schon mal so grob die Richtung auf diesem Map-Teil angeschaut, wo wir hin müssen. Ich glaube, das war über den Berg und dann... Und geradeaus. Genau. Bis zur... Habt ihr die denn schon gesehen? Ja. Oder? Ach so. Zu den Waffen. Nein. Okay. Okay, also wir treffen uns oben auf der Holzplantage. Hallo, Jenny. Ist das? Was? Hört ihr das nicht zwischendurch? Es war irgendwie hast du dich ganz komisch angehört, kurzfristig, ja. Ich? Ja. Kadi, reicht das? Warte, dann mache ich mal eben das Fenster zu. Ja. Okay, also oben bei der Baumplantage treffen wir uns dann. Danke dir. Ja. Go, go. So. Okay, sobald ich dann Möhren habe und entsprechend Gold, fange ich dann auch mit der Zucht an von speziellen Farbwünschen. Vielleicht machen wir einfach da eine Doppelfolge draus, wenn wir es nicht ganz schaffen. Ja genau, Jenny, einfach hier hoch. Groß, ganz großen Stein, also wenn es dann richtig mit den Pferden und alles ist, baue ich dann auf. Ich will nur ein Maultier, das mir im Gepäck hinterher tragen kann. So, okay. Nur Idee. Dave, wo bist du hin? Ich stehe hier oben auf dem Baum. Schieß dir den Weg. Hey. Hey, ich sehe dich gar nicht. Ach, da oben. Ah, da hinten. Ah. Gut, ich komme. Nimm nur Fleisch mit. Na gut, ich nehme mal meine Fackel. Also wir müssen quasi... Ah! Ich würde sagen, dass wir noch nicht alle... Ja, ich hab's auch zwischengehört. Ja, da waren zwei. Sind wir alle vollzählig? Ja, Moment, hier oben übrigens ist die Baumzucht von Michelle. Also der hat hier alle möglichen Baumsorten noch hingepflanzt. Fallen welche ich glaube, alle sind da. Ja. Warte, wo seid fleißig. Ich bin oben. Hinter euch ein Creeper, Fabi. Okay, ich teste meinen Go-Away-Zer hier. Ha! Boah, wie weit er wegkatapultiert wird hier. Bam. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Direkt hinter der Baumzucht sind wir. Ja, einfach den Baum, einfach den Weg weiter, genau. Aber keine Waffen mit. Waren euch. Ich habe ein Holzschwert, warte. Da, Melli, da liegt ein Holzschwert. Kann man die Fackel leuchten lassen? Wenn du die in die Hand nimmst, aber das siehst du nur im Shader-Modus. Genau. Das aber dafür liegt. Ist es im Shader auch ohne Packeln ziemlich dunkel in der Nacht. Ja. Ja. Junge, stellt die Helligkeit einfach hoch. Ist ja beschiss. Ohne. ich glaube, Jenny und ich haben euch verloren. Okay, einfach den. Einfach den Berg entlang laufen. Ich habe, glaube ich, die vordere Gruppe verloren. Ich auch. Ich renne gerade nur noch Fabi hinterher. Dave, wo bist du hin? Ja, ich sehe euch. Ich bin in der Wüste hinter dem Berg. Was? Warte doch mal, wir sind immer noch auf dem Berg. Gott, das ist Chaos. Ich sehe die Wüste, Jenny. Aber ich bin mit Cuddy hier schon, also. Mit Steuertaste rennst du, Jenny. Oder einfach zweimal draufdrücken. Oder zweimal W, ja. Jetzt erschrocken. Jenny fällt einfach neben mir. Da vorne ist der Tempel, wo ich meinen Sattel her habe, genau. Ah, genau. Warte doch mal auf uns. Ist irgendwo noch eine Spinne. Oh, ja, ich räume hier schon ein bisschen den Weg auf. Ich setze einfach ein paar Fackeln, damit ihr dem Weg folgen könnt. Bitte! Abi! Was denn? Gott, das die ist doch längst weg. Sag nein! Wo lauft ihr denn lang? Bei uns war kein einziges Skelett.
Also wir haben gerade gegen 5 Zombies geklemmt. Warum macht ihr denn das? Und 2 Skelette, 3, einfach dran weglaufen. Ja, wo seid ihr denn hin? Wir sind hier ganz normal einfach gerade ausgelaufen, da war gar nichts. Einfach weglaufen, haben wir nicht mehr gesehen. Ich habe extra Fackeln gestellt. Spinne! Creeper! Da sind die Fackeln, ich sehe euch toll. Putz. Wird noch ein Enderman. Solange man die nicht in die Augen guckt, ist alles okay. Endermans sind eigentlich total. Ich suchen. Oh, hier sind aber auch viele über. Gezieltes Explodieren lassen. Tut mir leid, Melly. Alles okay. Du bist mir ins Schwert gelaufen. Ja, sagen wir alle. Folgt Danny. Einfach den Explosionen. Hier sind eben 4 Creeper hochgegangen. Danny? Ja. Direkt wenn die Wüste anfängt, da ist so ein kleiner Berg, da steht eine Fackel drauf. Wenn du da auf den Berg gehst, siehst du die anderen Fackeln von Fabi. Okay. Ich setz quasi einfach Fackeln. Vor allem Fabi beschwert sich, dass wir zu weit rennen, er ist schon alles vorbei. Echt? Hä? Wo? Wunderbar, diese Gruppenführung hier. dem Namen. Scheiß Nacht hier, wo seid ihr denn? Ich bin hinter dir, ich bin auf dem Weg hinter dir. Ah, ich sehe ihn. Ah nein, das ist alles schon. Das bin ich? Du hast mich gesehen, ich sehe hier 2 ja, Creeper. Hier, ah, hier. Da bist du, ja, ja. Ihr seht aber schon die Creeper hier, ne? Das wisst ihr. Ach, das sind Kakteen. Nee, das sind 2 Creeper. Ach. Die haben sich als Kakteen getan. Also bei mir ist dieser Creeper hier blau. Oh, da kommen 2 Zombies von hinten. Na, jetzt war es nicht mehr. Alter, was ist das hier für eine Zombie-Invasion? Kleiner Zombie von rechts. Ui, tiefe Schluck. Bob-Arena. Wo seid ihr hin? So, erste Welle geschafft. What the fuck, hier geht's ja echt ab hier. Zurück. Ja. Gescheites mit. Er kriegt das Sprichwort, wenn's kracht, noch einen Meter, eine ganz andere Bedeutung wie mit den ganzen Creeper. Wir hätten vielleicht nicht so cool bei Nacht losgehen sollen, aber hey. Hätten wir ja eh zugekommen. Ja, ja. Jetzt sind wir doch wieder alle zusammen, oder? Nein. Nee, die Jenny fehlt. Achtung, eine Hexe. Ja. Also ich renne jetzt einfach geradeaus hier von der Plantage, ne? Genau, und dann einfach den Fackeln folgen, genau. Ich sehe keine Fackeln. Die sind erst in der Wüste, die Fackeln. Ich helf dir, Day. Pass auf! Was ist das für ein Kampf hier? Oh mein Schwert ist nicht so geil wie deins. Meins one-hitted nur Spin. Ach, du hast Gliederfüßler-Schreck drauf. Ja, meins, ehrlich gesagt, nervt mich dieser Rückstoß gegen Creeper, weil ich bin normalerweise gewohnt, hinterher zu laufen, ihm noch den Gnadenstoß zu geben. Wenn ich jetzt drauf zulaufe, dann explodieren sie. Okay, ich setz mal weiter Fackeln, dass wir mal so ein bisschen vorankommen. Ah, ich glaube, ich sehe die Fackel. Ich laufe Jenny ein bisschen entgegen. Oh, 2 Creeper nicht, Endermänner nicht angucken, ich will die töten. Warum greift er? Sorry. Ah, da hab ich ja angeleuchtet. What the fuck? Habt ihr euch gefunden? Ja, denn ich habe uns gefunden. Wir müssen uns nur durch die Zombies kämpfen. Okay. Also ich Wüstenhöhle gefunden. Was? Ja. Immer von links. Jetzt wird's auch langsam Tag, oder? Kleiner Zombie von hinten? Ja, ist 4.30 Uhr gerade. Mein Schwert ist kaputt, Jenny. Brauch mal eure Hilfe. Ich bin ein Loch gefallen und komm nicht mehr raus. Fuck, und da waren die 21 Level hin. Ihr habt euch getötet? Nein. Hilfe. Nein. Wie kannst du drauf? Du hast die Mandy getötet. Verdammt. Was, ich war das? Ja. Nein. Ach, doch, das steht da im Chat sogar. Setzt ihr weiter Fackeln, wir versuchen es jetzt nochmal. Okay, da würde ich sagen, machen wir aber auch hier einen Cut für den ersten Teil, der wir versuchen in der Nacht zu überleben und Pferde zu finden Folge und sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Nee, morgen. Bis dann. Ciao, ciao.